warm beef rasp. Kick it along the part of my neck. Back of the blacksmith's shop. Wie man dieses Design mit Acrylgel arbeitet, das zeige ich euch heute. Und los geht's! Los geht's, wie bei jeder Modellage auch, den Naturnagel kürzen, die Nagelhaut vorbereiten und den Naturnagel entfetten. Vorm Schablone ansetzen trage ich noch das Optimo-Add auf als Haftvermittlung, das wieder ganz einfach auf den Naturnagel einstreichen, so lange bis alles bedeckt ist und dann aushärten. Nun fehlt noch die Schablone, die schneide ich mir passend zurecht, schneide an den Seiten ein und auch den hinteren Rand auf und kann dann die Schablone wunderbar an den Naturnagel ansetzen, so dass ich schon einen schönen Tunnel habe, dann nicht mehr großartig noch pinchen muss, sondern dass sich der Tunnel direkt an den Naturnagel anpasst, der hier wirklich wunderbar schon vorhanden ist. Ich brauche Isopropylalkohol und Rheopexis Acrylgel. Das Rheopexis Acrylgel wird ja ganz langsam aus den Töpfchen geschält, also ohne Druck einfach mit dem kleinen Löffelchen eine Portion aus dem Topf heben und dann auf den Nagel aufsetzen. Zuerst baue ich mir jetzt die Verlängerung an. Dafür habe ich als erstes eine kleine Menge Acrylgel aufgenommen und arbeite jetzt noch die Ränder aus, also nehme so viel Acrylgel auf, wie ich benötige, setze das dann links und rechts noch von dem aufgesetzten Material ab und lasse das Rheopexis-Material schön laufen, schubse es mit dem Pinsel einfach nur in Form, es läuft ja von sich aus sehr schön, muss ich gar nicht allzu viel machen und kann das Ganze schon anhärten und leicht pinchen, also nochmal ein bisschen Form geben, damit der Tunnel schön gleichmäßig ist und dann lasse ich das Ganze nochmal richtig aushärten. Die Schablonenverlängerung ist dran. Jetzt schäle ich mir wieder mit dem Löffelchen aus dem Topf eine kleine Menge vom Rheopexis-Material, setze es direkt auf den Nagel und verteile auch das wieder auf dem Nagel. Hier auch wieder wenig Druck anwenden, also das Rheopexis-Material erstarrt ja im Grunde genommen bei Druck. Also nur ganz leicht in Form schieben mit dem Pinsel, man kann es streichen, aber wie gesagt bei Druck, da wird es dann einfach bockig und bleibt so stehen wie es ist. Also ganz, ganz vorsichtig mit dem Material umgehen, nur ganz leicht drücken und in Form streichen. Dann verteilt es sich ganz, ganz von selber, macht eine schöne glatte Oberfläche, wo man am Ende gar nicht mehr viel feilen muss. Hier ist wirklich ein bisschen Feingefühl und ein bisschen Übung angesagt, aber es lässt sich wunderbar verarbeiten und es macht extrem Spaß, mit dem Rheopexis-Material einen Nagel aufzubauen. Jetzt kommt die Farbe ins Spiel. Ich habe hier die Tinte Dunkelviolett und die tupfe ich mir ganz einfach auf eine Alufolie. Es lässt sich einfach von der Alufolie besser aufnehmen, wenn ich es benötige. Dasselbe mache ich mit der Rostinte. Auch diese tupfe ich auf diese Alufolie. Beide Farben harmonieren wunderbar und lassen sich von der Folie ganz einfach aufnehmen. Die Farbe ist vorbereitet. Jetzt müssen wir sie nur noch auf den Nagel bringen. Zuerst nehme ich wieder etwas Rheopexis Gel und das, was einen manchmal ein bisschen ärgert ist, wenn das so krümelt. Hier ist es aber von Vorteil, denn jetzt nehmen wir einfach mit Isopropylalkohol die Farbe auf und tupfen sie auf diese und um diese Kleckse, die wir gerade abgelegt haben. Das Rheopexis-Material beginnt ja langsam zu laufen und schließt damit die abgesetzte Farbe, die zwischen den Hohlräumen ist, mit ein und es bekommt so eine verlaufende Struktur. Und das ist eigentlich das Schöne daran, man kann die Struktur nicht kontrollieren, also die entsteht ganz von selber. Je nachdem, wie halt die Hohlräume sind, wie das Rheopexis-Material läuft, es wird einfach nur noch ein bisschen in Form geschoben. Es glättet sich von selber sehr, sehr gut, also man muss da von der Oberfläche ja kaum was machen. Nur kontrollieren, wenn es in die Seiten gelaufen ist, mal wieder rausnehmen. Aber ansonsten von der Oberfläche ist es wirklich eine ganz glatte Oberfläche. Nach dem Aushärten des ersten Teils nehme ich wieder ein neues Material auf. Das setze ich jetzt an die Nagelspitze und nehme jetzt
die zweite Farbe auf. Auch wieder mit Isopropylalkohol, diese kleinen Pünktchen einfach auflösen damit. Und dann kann ich das Ganze in das Material einarbeiten. Es läuft wieder unter das Material drunter, unter das Gel. Und es entsteht auch hier wieder diese Nassstruktur, dieses Verwaschene. Die Farben laufen ineinander und das ist eigentlich gerade das Schöne an diesem Design, dass es eigentlich ganz einfach ist und fast von selber entsteht. Die Oberfläche ist schön glatt, muss nur noch ausgehärtet werden und dann ist der Nagel fertig. Nach dem Aushärten sehen wir, dass das Gel wirklich richtig schön glatt gelaufen ist. Hier muss nur noch ganz wenig gefeilt werden, wenn man richtig modelliert hat. Also die Seitenlinien, das ist ganz klar, die müssen wirklich überarbeitet werden, dass da alles passt. Auch die Nagelform natürlich muss überfeilt werden, aber ansonsten ist da nicht allzu viel zu feilen. Also wer richtig modelliert hat oder wer das Material hat richtig laufen lassen, der hat dann am Ende nicht mehr viel Feilarbeit, nur noch die Ränder kontrollieren, die Seitenlinien und damit ist der Nagel dann auch schon fertig. Durch das Feilen entstehen auch noch schöne Strukturen, die man so vorab gar nicht sehen kann. Und das ist das Interessante eigentlich an diesem Design, dass es wirklich, ich sag jetzt einfach, unberechenbar ist, was am Ende rauskommt, aber auf alle Fälle hat es eine sehr schöne Struktur. Ja, wenn der Nagel richtig in Form gefeilt wurde, dann einfach den Illumini nehmen und das Ganze versiegeln und fertig ist eigentlich unser Nass-in-Nass-Nagel mit dem Acrylgel. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Idee gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr Spaß daran hättet, wenn ihr es nacharbeitet. Gebt mir eure Feedbacks in den Kommentaren, lasst mir ein Abo da, schreibt mir, was euch gefällt, wenn ihr Fragen habt. Und ich würde mich natürlich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüssi.